KI ist für mich eines der wichtigsten Kriterien, nicht nur für Deutschland, sondern für den Westen insgesamt. Ich betone Westen. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Thyssen. Ja, der DAX hat an Flughöhe verloren. Wie passt das in Ihren grundsätzlichen Erwartungsrahmen? Es passt ja eigentlich ganz gut hinein, das darf ich vielleicht schon vorwegnehmen. Was verbirgt sich hinter dem Statement von 12% Risiko zu 30% plus? Wir hatten das frühzeitig angekündigt, schon im November, dass eine Rallye zum Jahresende zu erwarten ist. Die ist eingetreten. Sie beruhte zu gut 60% auf den Erwartungen an den Zinsen bezüglich der Zinspolitik sowohl der FED wie der EZB. Diese Erwartung ist nicht erfüllt worden, also muss zurückgesteckt werden. Das ist die kurzfristige Situation an allen Märkten, sowohl in New York als auch in Europa oder in Frankfurt. Das hat zur Folge, dass sie unmittelbar jetzt anschließt an die Berichtssaison oder die schließt an die Fehlspekulation, die ich gerade erwähnt habe. Und darin liegen die Korrekturen. Die Korrekturen werden wie bei jeder Korrektur, die zu schnell gelaufen ist, nach einer einer Horse, die zu schnell gelaufen ist, manchmal ein bisschen drastisch ausfallen. Aber 15% haben wir ja schon in einigen Fällen erlebt, sodass ich sage, 15% ist der Zeitrahmen oder der Umfang der ganzen Korrekturen auf der Zeitachse bis etwa Ende Februar, Anfang März. Das ist der übliche Rahmen. So muss man sich also die gesamte Konstellation mit dem Risiko vorstellen. Also halten wir schlicht und einfach fest, eine überzogene Rallye mit 20% in 10 Wochen bedarf der Korrektur. Diese schlägt manchmal ein bisschen sehr stark durch. Nehmen wir ein Beispiel von Hugo Boss in dieser Woche, nur als Beispiel für viele andere. Hervorragende Zahlen, aber leider waren die Analysten falsch gepolt. Das kostete der Aktie fast 25% in 3 Tagen. Das sind eben die Übertreibungen oder Negativübertreibungen im Zuge einer Korrektur. Andere kleinere Firmen will ich alle gar nicht nennen. Andererseits, Bayer kündigte gestern an oder heute Morgen sogar durch einen anderen, einen wesentlichen Umbau des gesamten Konzerns. Alles das ist vielfach diskutiert, alles besprochen worden. Seit 2 Jahren warten wir darauf. Alle Analysen gibt es, vernünftige, sei es aktienseitig, sei es von der Chemie her oder von den Märkten her. Und die Reaktion nach dieser Meldung ist heute Morgen 1,5% minus. Hier hat also, auch das ist ein Beispiel, der Markt lange vorgearbeitet, lange eingepreist. Und nun geht es nur darum, dass der Kurs sich etwa auf dieser Ebene hält. So verlaufen Korrekturen aufgrund von falschen Erwartungen, die nun normalisiert werden. Sprechen wir doch jetzt auch noch über das anschließende Erholungspotenzial oder Aufwärtspotenzial. Das kann ja verschiedene Aspekte zum Hintergrund haben. Was ist für Sie der wichtigste Aufhänger für den Optimismus, also für den Part mit den 30% plus? KI ist für mich eines der wichtigsten Kriterien. Nicht nur für Deutschland, sondern für den Westen insgesamt. Ich betone Westen. Wir lassen jetzt schon mal Japan und China aus dem Spiel. Ich vergleiche es gern, wenngleich das immer etwas schwierig ist, mit dem Handy oder dem Smartphone. Wir haben eine sichere Erwartung, dass Basisinnovationen, so wie KI eine solche ist, einen langen Zyklus auslöst in einer freien Wirtschaft, ausdrücklich freien Wirtschaft. Ohne das elektrische Licht von Herrn Edison vor über 140 Jahren hätte es vieles nicht gegeben. Auch das muss man in Erinnerung treten. Eine Basisinnovation wie das Licht hat also die gesamte Technik des Abendlandes verändert. 40 oder 80 Jahre vorher war das die Dampfmaschine, die gleiche Wirkung hat. Also Basisinnovationen in dieser Größenordnung lösen lange Trends aus, die sich als Folgeinnovationen ergeben. Anders ausgedrückt, mit einer Basisinnovation, KI jetzt als Sammelbegriff, können wir damit rechnen, dass sie unser ganzes Leben bestimmen.
Und zwar von morgens bis abends. Persönlich, geschäftlich, technisch, wissenschaftlich, was auch immer Sie wollen. Meine Damen und Herren, gelegentlich die Erfahrung von Hans Wernicker zu nutzen, ist das eine. Die Meinung und Erfahrung von Hans Wernicker am Wochentakt an seiner Seite zu haben, ist das andere. Kommen Sie doch jetzt an Bord bei der Aktienbörse, einem Börsenbrief vom Team um Hans Wernicker. Im Schnupperabo können Sie in den ersten 3 Monaten die Hälfte des Bezugspreises sparen. Weitere Infos gibt es auf der Angebotsseite. Den Link dorthin gibt es in der Videobeschreibung. Und damit zurück zur Sendung. Nehmen wir den simplen Tatbestand Smartphone. Dieses merkwürdige kleine Gerät begleitet uns unser ganzes Leben. Von klein an, soweit es schon die 4-Jährigen können, bis zu den 90- oder 100-Jährigen. Mit allen Effekten, die damit zusammenhängen. Sei es Spaß, sei es Nachricht, sei es Forschung, sei es irgendwie etwas Geschäftliches, was damit Anstöße ausregt. Das Gleiche ist KI. Ich habe den Begriff Juglar-Zyklus schon einmal genannt. Es ist der typische Zyklus, der etwa eine Größenordnung von 10 bis 15 Jahren in der Substanz hat. Bleibt natürlich länger. Elektrisches Licht gibt es ja schließlich heute auch noch. Aber wichtig ist der Anfangseffekt, der Zykluseffekt, die anstößenden technologischen Folgerungen, die sich daraus ergeben. Das überspielt alles. Das hat nichts mehr mit Stahl zu tun, nichts mehr mit Chemie zu tun. Das hat auch mit vielen anderen Dingen des täglichen Lebens nichts zu tun, sondern entscheidend ist der Anstoß. Und dieser Anstoß, ich betone in der westlichen Welt, bestimmt die nächsten 4, 5 Jahre für die Erholung der westlichen Industrieländer, insbesondere natürlich Amerika als Nummer 1. Aber alle anderen sind dabei. Und damit kommen wir auch schon ans Ende der Sendung. Vielen Dank an Sie, Herr Wernicker. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ihnen noch einen richtig guten Tag. Bleiben Sie heil und gesund. Machen Sie es gut. Ich schließe mich denen gerne an.